Hallo ihr Lieben, euch fasziniert die Transparenz und Leichtigkeit von Aquarellfarbe genauso wie mich? Dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir ein wenig über die Schultern schaut und dabei zuseht, wie ich diese einfache Blüte mithilfe von transparenten Lasuren erarbeite. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle einmal recht herzlich bei euch bedanken, denn wir sind mittlerweile über 2000 Mitglieder in unserer kleinen Kunst-Community. Genau diese Unterstützung durch euch macht es nämlich möglich, dass ich immer wieder neue Videos produzieren kann. Also noch einmal vielen, vielen lieben Dank an euch. Ihr seid einfach die Besten. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß beim Video und vielleicht habt ihr ja Lust, direkt mitzumalen, denn ich habe den Malprozess der Blüte in Echtzeit zusammengeschnitten, so dass ihr bequem mitmalen könnt. Als erstes habe ich natürlich meinen Arbeitsplatz vorbereitet. Ich habe meine Aquarellfarben aktiviert und mir zwei Wasserbehälter zurechtgestellt. Dann habe ich mir meine Arbeitsfläche mit Washi-Tape abgeklebt. Ich benötige so eine Art Abstandshalter, da ich sonst dazu geneigt bin, die Blüten über den Rand hinauszumalen. Zur Orientierung und um später die Blüten besser platzieren zu können, habe ich mit Bleistift einen lockeren Kreis in die Mitte des Papiers eingezeichnet. Für die erste zarte Lasur helle ich meine Farbe mit sehr viel Wasser auf und teste die Intensität auf einem separaten Schmierblatt. Mit dieser Farbmischung lege ich nun die unterste Ebene, also die unterste Schicht meiner Blütenblätter auf. Ich zeichne hier zunächst die Form des Blütenblattes und verblende den Farbauftrag dann nach innen. Dabei gehe ich relativ zügig vor, damit der Farbauftrag nicht antrocknet und ich die Farbe gut verblenden kann. Bei der Anordnung der Blütenblätter gehe ich symmetrisch vor, das heißt von oben nach unten und von rechts nach links. So fällt es mir leichter, die Blütenblätter ästhetisch und harmonisch anzuordnen, damit ich im späteren Verlauf die Lücken besser schließen kann. Ich habe mich bei der ersten Lasur für ein transparentes Queen Naquidon Magenta entschieden. Grundsätzlich ist diese Technik mit lasierenden Farben wesentlich einfacher auszuführen und die Effekte, die bei dieser Lasurtechnik entstehen, kommen besser zur Geltung. Hier könnt ihr nun sehr schön sehen, wie durch die symmetrische Anordnung der Blütenblätter eine harmonische und gleichmäßige Blütenform entsteht.
Ich arbeite hier im Übrigen mit meinen Aquarellfarben von Schminke Horadam auf einem Baumwollpapier mit einer matten Oberflächenstruktur. Alle Materialien findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ohne den Farbauftrag trocknen zu lassen, lege ich nun die nächste Lasur mit einem zarten, stark verdünnten, warmen Indischgelb auf. Hier schließe ich nun die Lücken zwischen den Blütenblättern der ersten Lasur und ihr könnt hier sehr schön sehen, dass durch das Auftragen der zweiten Lasur auf die bereits getrocknete erste Lasur definierte Ebenen, also definierte Kanten, entstehen. Dort, wo der erste Farbauftrag jedoch noch nass ist, verlaufen die Farben ineinander und es entstehen lebendige Effekte durch das Wechselspiel von harten Kanten und weichen Verblendungen. Ich habe mich hier für eine Farbkombination von Rot- und Gelbtönen entschieden, weil ich finde, diese Farbkombination strahlt Freude und Wärme aus. Ihr seid aber natürlich vollkommen frei bei der Farbwahl und schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Farben ihr für dieses Motiv wählen würdet. Wieder ohne den Farbauftrag trocknen zu lassen, lasiere ich nun weitere Blütenblätter mit einer kräftigen Farbmischung und gehe dabei jedoch nicht mehr ganz symmetrisch vor, sondern eher nach Gefühl und nach dem, was mir gefällt.
auch mit dem Indisch-Gelb ebenfalls in intensiver Farbgebung, füge ich weitere Blütenblätter hinzu. Hier könnt ihr nun sehr schön sehen, wie sich durch das Aufbringen verschiedener Farbebenen Räumlichkeit und Tiefe im Bild entwickeln. Ja, ihr Lieben, wie im Intro schon erwähnt, sind wir jetzt über 2000 Mitglieder in unserer Kunst-Community und ich freue mich natürlich total, dass ihr meine Videos schaut. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann würde ich mich natürlich über ein Like sehr freuen. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann herzlich willkommen in unserer Community. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonnier doch auch gerne meinen Kanal, gerne auch mit Glöckchen, denn dann verpasst du kein Video mehr von mir. Mein Name ist Alexandra, ich bin Künstlerin und auf meinem Kanal findest du viele Videos rund ums Thema Kunst, insbesondere zur Aquarellmalerei. Falls ihr Videowünsche oder Anregungen habt, dann schreibt mir auch das gerne einmal in die Kommentare. Ich versuche das mit und mit umzusetzen. Das klappt nicht immer sofort, aber in den meisten Fällen versuche ich dann in einem Video auf eure Anregungen oder Fragen einzugehen. Wenn ich mit meiner Blüte soweit zufrieden und fertig bin, bearbeite ich im nächsten Schritt den Blütenstempel. Dazu befeuchte ich den Blütenstempel leicht und lege am Rand entlang ein wenig Quinacridon Magenta auf. Dieses lasse ich dann an einigen Stellen auch in die Mitte des Blütenstempels laufen.
In die Mitte des Blütenstempels trage ich nun auch indischgelb auf und verstärke im nächsten Schritt noch einmal den Rand des Blütenstempels mit dem Magenta. An einigen Stellen der Blütenblätter verstärke ich nun noch einmal den Farbauftrag, um ein wenig mehr Kontrast zu erzeugen. Ich achte dabei darauf, nicht alle Blütenblätter zu bearbeiten, um die Leichtigkeit und Transparenz dieses Motives zu erhalten. Nun entferne ich das Washi-Tape und ihr könnt sehr schön sehen, dass ich durch das Washi-Tape einen guten Abstand zum Bildrand einhalten konnte. In verschiedenen Grüntönen laviere ich nun noch den Hintergrund, das heißt, ich lege die Farbe nass auf trocken auf und arbeite mich Stück für Stück voran. Ich variiere dabei in der Farbintensität und der Farbtemperatur, um auch hier die Transparenz und Leichtigkeit des Motives zu erhalten. Diesen Prozess zeige ich euch hier im Zeitraffer und dieser dauert in Echtzeit ca. 7 bis 12 Minuten. Ein Video, in dem ich nochmal explizit auf die Grundlagen in der Aquarellmalerei eingehe, verlinke ich euch oben in der Infobox. Wenn der Farbauftrag vollständig durchgetrocknet ist, füge ich nun noch ein paar Farbspritzer hinzu und dann ist mein Motiv auch schon fertig. Nun löse ich mit einem Brotmesser noch mein Bild von dem geleimten Aquarellblock. Dabei solltet ihr ein bisschen vorsichtig vorgehen, damit euer Papier nicht einreißt.
hier noch einmal das Motiv in der Nahaufnahme und ihr könnt sehr schön sehen, wie sich die einzelnen Farbebenen zu einem ganzen Bild zusammenfügen. Die hier gezeigte Technik des Lasierens ist eine der klassischen Aquarelltechniken, bei der durch das Auflegen verschiedener Ebenen Räumlichkeit und Tiefe erzeugt wird. Ja, ihr Lieben, und das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich bedanke mich noch einmal bei euch für eure liebe Unterstützung. Und wenn euch die Grundlagentechniken in der Aquarellmalerei interessieren, dann schaut euch doch dieses Video an.